Unser Star des Tages, der BMW 3er hier in der Luxury Edition. Für Sie ausgestellt, können Sie reinsteigen, nicht wegfahren, das wäre schlecht. Vielleicht fahren Sie aber auch vom Hof, das wäre wiederum gut. Ganz genau. Also Sie haben heute ein Wohnfühlprogramm hier an der Niederlassung Frankfurter Ring. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und ich darf noch mal kurz die Showzeiten durchgehen. Also wir starten. Design, also Sie sehen hier diese Front, sehr sportlich, flache, breite Niere und als ganz neues Element, die Scheinwerfer reichen jetzt hier bis an die Niere heran. Das ist wirklich was ganz Charakteristisches für den Dreier, wodurch er auch ein ganz eigenständiges, neues BMW-Gesicht bekommt. Die Seite sehr sportlich, sehr dynamisch, der hat schon Dynamik quasi im Stand. Unten sehr, sehr breites, präsentes Heck. Ja, und was ich schon gesagt habe, das Fahrzeug hier ist ja die Luxury-Line. Es gibt jetzt zwei weitere Lines, also insgesamt drei, noch die Sport-Line und die Modern-Line. Die können Sie weiter vorne sehen, haben sich da wahrscheinlich schon angeschaut. Und das ist einfach eine Möglichkeit für Sie als Kunden, sich hier das Fahrzeug so auszustatten, wie Sie das selber möchten, in so einer charakteristischen Design-Welt. Und innerhalb jeder Welt, um das auch zu sagen, gibt es auch sehr viele Wahlmöglichkeiten. Also man kann dann innerhalb einer Welt durchaus verschiedene Polstertöne nehmen, aber es bleibt immer was sehr Stimmiges, Ganzes, was sehr Schickes und es ist auch ganz viel Kundenwert drin, weil da sind beispielsweise Elemente drin, wie Felgen, wie ein Sportlederlenkrad, das ist alles inkludiert in der Line. Also Sie kriegen daneben Design auch nochmal echte Features in dieser Line mit dazu, wenn den Preis Sie zahlen müssen. Das nur. Also es ist wirklich schön, die Autos zu fahren, gerade auch jetzt im Winter einen X-Drive zu fahren. Und wenn man den neuen Dreier hier sieht, glaube ich, dass ich mir den früher oder später auch holen werde. Welcher wäre denn für dich, ich vermute mal Sport oder die sportliche Edition? Natürlich, wenn man vom Sport kommt, ich glaube, das Auto, was man vorne sieht mit der sportlichen Edition, ist schön, es ist wahnsinnig toll, die Linienführung ist super und ich glaube, diese drei differenzierten Modellvarianten, ich glaube, da ist für jeden was dabei und wie gesagt, für mich die Sportline wäre schon das Richtige, auch das Interieur mit den farblichen Akzenten drin. Es macht einfach Spaß und es ist toll zu sehen, dass man immer wieder aus einem Auto, was es schon lange gibt, den Dreier, immer wieder was Neues rausholen kann und ich glaube, der neue Dreier zeigt auch den Weg in die Zukunft und wird sicherlich die Erfolgsserie einhalten. So, Sarah, mit was vom Auto bist du näher gekommen? Mit meinem X3, meinem schönen BMW, was ich ganz stolz präsentiere. Auf jeden Fall, der passt auch super zu dir, der hat viel Platz für Modeeinkäufe etc. Ich fahre ziemlich schnell, zum Glück habe ich noch keinen Punkt in Flensburg, aber ich liebe es zu fahren, auch lange Strecken und einfach so ein bisschen auf dem Gas zu drücken. Bisschen Vollgas, also wenn Sie nach links schauen, Sarah Nuhre ist immer auf der linken Spur unterwegs. Nein, jetzt nochmal zu BMW. Ich glaube, du hast eine längere, auch familiäre Bindung an die Marke. Richtig, ja. Also mein Vater, der ist schon seit Jahren, schon vor meiner Geburt, bei BMW angestellt und quasi bin ich damit groß geworden. Also wir sind alle pro BMW und alles andere kennen wir gar nicht. Und also wie gesagt, damit groß geworden und ich habe jetzt auch den Einsatz BMW präsentieren dürfen und ja, es ist schon sehr toll. Und wenn du sie jetzt so den neuen Dreier anschaust, was meinst du? Wäre das auch was für dich? Sport haben wir, Modern, Luxury Line, welcher wär's? Also ich finde den hier, der hier steht, also schon sehr schön. Also ich würde den sofort mitnehmen, aber ich glaube, da muss ich mich hinten anstellen. Wo ist der Chef? Der Chef, den sehen wir gerade nicht, der hat sich wahrscheinlich gleich verkrümelt. Da ist er, ja, da sehen wir ihn, genau.
Ja gut, dann würde ich sagen, das sind auf jeden Fall optimistische Ziele für die Zukunft. Wer weiß, X3 ist natürlich schick, ist jung, dynamisch, passt zu dir, dementsprechend noch viel Spaß damit. Dankeschön, werde ich haben. Also ich werde mich zügeln und nicht zu schnell fahren. Auf jeden Fall, sonst gibt es die ersten Punkte, das wollen wir nicht. Sarah Lu, Germany's Next Topmodel, bekennende BMW-Fahrerin und Fan. Herzlichen Dank, dass du da warst. Reden wir da pro Kleid? Da wir eine sehr breite Zielgruppe auch ansprechen, haben wir eigentlich für jeden Geldbeutel was dabei. Wir sind sehr, sehr hochwertig in Material und Verarbeitung, deswegen fängt es ab 150 Euro an und die ganz exklusiven Abendkleider, Brautkleider gehen dann so bis 450. Alles klar, also Brautkleider gibt es auch? Ja, selbstverständlich. Das ist nicht schlecht, weil das Frühjahr steht jetzt vor der Tür, da wird sich ja vielleicht der ein oder andere trauen. Also